Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Doom Eternal, hier aus der Kultistenbasis, beziehungsweise sind wir noch nicht ganz in der Kultistenbasis. Unsere Aufgabe ist es allerdings, sie zu infiltrieren und den nächsten Höllenpriester, nämlich, glaube ich, Ranak, so hieß er, zu töten. Und dafür werden wir uns jetzt erstmal ein wenig näher hier umsehen. Hier in der Arktis der Erde. Wir haben außerdem einen neuen Eintrag. Die Kultistenbasis. Sehr interessant. Sollten wir uns einmal anschauen. So sieht das Ganze aus. Ich frage mich, wie lange sie gebraucht haben, um dieses okkulte Bauwerk aus dem Boden zu heben. Also, ich hoffe nicht so lange, wie Berlin für den BER braucht. Wahrscheinlich eher so chinesische Zeitangaben, also so über Nacht irgendwie. Die Kultisten operieren von einer abgelegenen Anlage in der arktischen Tundra aus, die vom trügerischen Höllenpriester Dek Ranak geleitet wird. Als Aufseher hat er die Anlage und eine Legion besessener Gefolgsleute komplett unter seiner Kontrolle. Man kann ihn als ausschlaggebend für den Startschuss zur Revolution der Kultisten betrachten. Ranak arbeitete kurz mit Olivia Pierce in der Anlage auf dem Mars, bevor er mit dem Befehl zur Vorbereitung der anstehenden Hölleninvasion zur Erde geschickt wurde. Hat er Pierce also in das Spider-Mastermind-Ding verwandelt. Eine jüngst freigegebene UAC-Biografie von Ranak deutet darauf hin, dass er ein überlebendes Mitglied des ursprünglichen Ordens der Deke ist, eines uralten Bunds von Agenta-Priestern. Jetzt dient er den Mächten der Hölle und das heißt, dass er persönliche Kenntnisse vom Doomslayer hat, was wiederum nahelegt, dass die beiden eine gemeinsame Vergangenheit haben. Die von ihm geführten Kultisten arbeiten an der fortgesetzten Auszehrung und dem Verderben der Erde. Die Kultistenanlage wurde auf den Ruinen einer alten Argenta-Siedlung errichtet und sollte gleichermaßen als gotisches Denkmal antiker Architektur und supermoderne Wissenschaftseinrichtung dienen. In der Siedlung gefundene Tafeln und Speichermodule lassen vermuten, dass der Orden der Deke die von mächtigen Urzeitbestien bevölkerte Erde vor Jahrtausenden entdeckt hat. Sie nannten diese Kreaturen Agadons, aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu dem mythischen Zyklopen aus der Vergangenheit von Argent Dinur, dem Agadian. Okay. Klingt schon mal interessant, kann man nicht anders sagen. Ist nur die Frage, was für Ausgeburten der Hölle werden wir dann hier begegnen? Missionsherausforderungen. Missionsherausforderungen sind optionale Prüfungen, die zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Mission abgeschlossen werden können. Der Abschluss einer Missionsherausforderung verleiht einen Prätorenanzugspunkt. Der Abschluss aller Missionsherausforderungen verleiht eine Wächterbatterie. Dein Spielfortschritt kannst du im Reiter Herausforderungen im Missionsdossier ansehen. Ja. Also hier sehen wir die Herausforderungen für die Mission. Grundsätzlich sind das, wie gesagt, einfache. Also, da gehe ich davon aus, dass wir die locker flockig schaffen werden. Okay, da unten kann man sich auf jeden Fall schon mal festhalten, wenn man sich das mal genauer ansieht. So, wohin? Es sieht sehr danach aus, als müsste ich hier hin. Kleines Mistkind. Nicht mit mir, Freund. Okay. Ich find's sehr lustig, dass hier irgendwelche Gebeine von irgendwelchen riesigen Viechern einfach so in der Gegend herumliegen. Das ist ein Secret. Das ist natürlich die Frage, wie man da anständig rankommt. Es sieht einfach cool aus. Ich finde, das macht echt was her, dass es jetzt hier so verschiedenste Gegenden gibt, die alle anders aussehen. Hier ist so eine krasse Schnellstraße. Wo muss man... Muss ich jetzt hier rüber? Offenbar. Autsch. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Töte brennende Dämonen, um die maximale Menge an Rüstung zu erhalten. Ah, das macht es einfacher. Spielzeug Gargoyle. Obwohl... I am lost. Ha. Gerettet. Auch nicht schlecht. Was für ein Save, ey. So.
Aua. Ich habe keine Ahnung, warum die sich ständig gegenseitig prügeln müssen. Wir ärgern ihn voll. Schade, das wäre eigentlich die perfekte Möglichkeit gewesen. Irgendwo in dieser Anlage. Den genauen Standort kann ich momentan nicht ermitteln. Alter, guckt euch das Vieh da unten mal an. Was ist denn da gestorben? Da unten ist auf jeden Fall auch ein extra Leben. Wir müssen mal gucken, wie wir da rankommen. Okay, hier kann man aktuell nichts machen. Wie komme ich an das... What the fuck? Was machen die hier eigentlich genau? Der blutet. Okay. Wie kann ich diesen Fisch angeln? Ach geil. Nicht wirklich. Oh, das ist so witzig. War das nicht irgendwie ein Vieh aus Commander Keen? Irgendwie war mir so. Ich meine, ich habe sowas mal gesehen. Ich kann es jetzt nicht wirklich hundertprozentig sagen. Wow. Funky. Groovy. Funky. Groovy. Funky. Rappa dappa dappa. Ne mitte. Öleppa löma kaströma. Ein Schuss in your Arschloch. Und schon bist du Matsch. Das ist so ein Quatsch. Oh, geil. Was sind das für komische? Kultistenschlüssel. Hier sind überall Fallen aufgestellt. Ich meine, welcher normale Mitarbeiter hier, ich meine, gut, die normalen Mitarbeiter hier sind alle tot und Zombies, aber welcher normale Mitarbeiter, der Wert auf sein Leben legt, geht denn hier durch? Niemand. Warum stehen die überhaupt hier? Gucken wir uns erstmal den Kodex an. Zombies, Kultisten werden hier gar nicht aufgeführt. Also gehören die einfach dazu. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da lang will. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt irgendwo lang will. Andererseits, ich bin der fucking Doomslayer. Was soll mir schon passieren? Okay. Okay, ein Prätorenpunkt und ein One-Up. Und was ist das da oben? Seriously? Was ist das? Naja, machen wir erstmal hier weiter. Das scheint ja auch irgendwie wichtig zu sein. Willkommen, Slay. Ist mein Ende gekommen? Bist du stark genug, diese verfluchte Zitadelle zu überstehen? Werden wir sehen, alter Freund. Wenn wir eine Verbindung zueinander haben, dann... Oh, no. Information für das sterblich gehandicapte Personal. Das sterblich gehandicapte Personal. Ich komme einfach nicht drauf klar. Das ist zu lustig. Oh, dieser Chor im Hintergrund, ey.
Sauber. Das sah schon mal geil aus. Oh nein. Die kommen doch nicht jetzt. Mankubus. Der Mankubus ist ein schwerer Fernkampfdämon, der im Nahkampf einen Flammenwerfer einsetzt. Die Armkanonen sind seine Schwachpunkte. Zerstöre sie, um seine Projektile zu schwächen und seine Flammenwerfer lahmzulegen. Im Kodex kannst du mehr über die Schwachpunkte von Dämonen erfahren. Oh fuck. Geil! Wie easy haben wir den denn plattgewalzt? Wow! Rainer Kalmer und wäre stolz auf euch. Die Anhänger des Kults von Kali. Was glaubt ihr, was sie hier tut? Aber die sehen wieder mehr aus wie die klassischen Mankubus, die man kennt aus Doom 1 und so. Beziehungsweise Doom 2. Die sehen wieder klassischer aus. Die in Doom 2016, die waren ja so ein bisschen, ja auch vom Gesicht her auf jeden Fall anders. Ich meine nicht, dass das einen großartigen Unterschied macht, aber trotzdem. Zerstöre die Armkanonen, um seinen Flammenwerferangriff auszuschalten und seine Kanonenangriffe zu schwächen. Ein Glory Kill an der Brust löst eine Explosion aus, die Dämonen in der Nähe Schaden zufügt. Das sind schon echt monströse Bestien. Der Mankubus, ungeschlachter Koloss der Dämonenwelt, unterscheidet sich deutlich von seinem Artgenossen, die dem UAC-Erkundungsteam vom Mars ursprünglich begegnet sind. Anders als diese mit ihren natürlich vorkommenden Schutzpanzer gibt es bei dieser Variation deutliche Hinweise auf bereits vorhandene Modifikationen durch Menschenhand. Zusätzliche Rüstung und ein fortgeschrittenes harmoniertes Waffensystem zeigen deutlich das Vorhaben, die Kampffähigkeiten des Mankubus zu erweitern, dessen kräftige Statur und Widerstandsfähigkeit ihn zu einer respekteinflößenden Bedrohung im Kampf machen. Man hat gerade gemerkt, wie viel Leben die einfach haben. Das ist halt wirklich, wirklich krass. Sehr schön. Jetzt wollen wir doch mal gucken, wie sieht das denn aus? Was könnten wir machen? Höheres Tempo beim Hochziehen an Kanten und Stangenschwung. Der Strahlenschutzanzug erleidet weniger Schaden von Giftschleim und giftigem Wasser. Ja, das finde ich nicht verkehrt. Das kann man machen. Ah ja, okay. Das war ja fies. Oh! Das sah für einen kurzen Zeitpunkt nicht gut aus. Aber ich habe es doch noch irgendwie in einen Sieg für uns verwandeln können. Und wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir auch eine Waffenherausforderung geschafft. Zwei sogar. Sauber. Entflamme vier Dämonen mit einem einzigen Flammenspeierschuss und das Arachnotorn-Geschütz zerstören. Jetzt müssen wir nur noch einen Wächterkristall einsammeln.
Und dann haben wir dort die Wächterbatterie freigespielt. Sehr, sehr schön. Gibt es hier noch irgendwas zu finden für uns? Wir sind jetzt sehr in der Nähe unseres Ausgangspunkts. Auch nicht schlecht. Oh, guck mal da oben. Ist allerdings auch die Frage, wie man da rankommt. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Wir sind immer noch in diesem kleinen Anfangsteil hier. Und haben schon den Mancubus getroffen. Eigentlich unvorstellbar. So. Das war verdammt knapp. Irgendwie habe ich es dann doch geschafft. Das ist schon mal sehr gut. Das ist mein 12. Extra-Leben. Ah ja, wäre das eigentlich. Das wäre einfach nur die andere Seite gewesen, richtig? Richtig. Ich glaube, hier unten will ich lieber nicht landen. Was wäre passiert, wenn ich hier jetzt. Okay. Kultistenschlüssel erhalten. Habe ich sie jetzt erledigt? Ich glaube, das waren alle. Puh, okay. Wie kommen wir an diese Wächterbatterie? Man muss irgendwie an diese Wächterbatterie kommen. Vielleicht kommt man aber auch wirklich nur von da oben dahin. Also wenn wir jetzt weitermachen. Schauen wir uns an, was passiert, wenn wir das Kultistentor öffnen. Energieschilde. Das Plasmagewehr kann Energieschilde schnell zerstören, was eine heftige Explosion auslöst. Im Kodex kannst du mehr über die Schwachpunkte von Dämonen erfahren. UAC-Soldaten. Ich meine, es war klar, dass die irgendwie total ihre Finger hier mit im Spiel haben, aber dass sie uns so schnell begegnen würden. Wieder eine Kampfarena. Oh. Look at that hier unten. Da kommen wir aber gleich sowieso noch hin, das ist gut. Ich hoffe zumindest, dass wir von hier aus dahin kommen. Wieder einer von denen. Okay, das tat mir jetzt fast ein bisschen leid. Ich springe einfach nur gerne.
ich vertreibe mir so gerne die Zeit, das ist völlig normal. Da müsst ihr euch nichts bei denken. Da unten ist noch ein extra Leben. Von da kam ich doch gerade, oder nicht? Naja. Ich brauche Munition. Hallo, ich möchte bitte keinem Mankobus begegnen. Danke. Was ist das da drin? Das ist ein weiterer Schalter. Ich muss erstmal herausfinden, wie ich an den Rand komme. Hier ist so ein Höllentor irgendwie. Ja, die wollen nicht mit mir reden. Muss ich die Dinger... Ja, muss ich auch nicht. That's weird. Ich muss irgendwie dahin. Aha. Mysterium ergründet. Wieder diese Schnellstraßen. Eine neue Waffe. Der Raketenwerfer. So, so. Und trotzdem halten die ziemlich was aus. Extra Leben. War jetzt auch nötig. Schuss halten die aus mit dem Scheißding. Okay. Da oben wollen wir hin. Da oben ist eine Rune. Ich habe auch eine Idee, wie man da hinkommt. Aber heftig ist es in jedem Fall. Meine Güte, ey. Das hat jetzt nicht ganz funktioniert. Da haben wir die Rune. So, was spielen wir denn mal frei? Du erlangst nach einem Glory Kill einen Tempo Boost. Ist grundsätzlich nicht verkehrt. Von der Blutschakra hinterlassen Gesundheit ist auch nicht schlecht. Gegner, die mit oder unter dem Einfluss von Spezialwaffen getötet werden, senken die Aufladezeit. Verlängert die Benommenheit. Erhöht deine Bewegungskontrolle in der Luft. Du führst Glory Kills schneller aus. Ein Tempo Boost nach einem Glory Kill ist ganz gut. Blut betrieben. Ich nehme mal an, ich kann das aber jetzt nicht... Doch, ich kann das reinnehmen, das ist sehr schön. So, das haben wir also auch freigespielt. Raketen für mich. Der Raketenwerfer sieht schon fetzig aus auf jeden Fall und es sieht nicht so aus, als wären das herkömmliche Teile irgendwie. Rocket Launcher. Allein dieser Totenkopf hier. Schon nicht schlecht. Geschmiedet in den Metallschmelzgruben der Golgotha-Enklave ist der Paingiver eine Waffe reiner Bösartigkeit, die nur zu einem einzigen Zweck ersonnen wurde, die Schwachen leiden zu lassen.
Ein so heimtückisches Werkzeug wurde nicht von Sterblichen erdacht. Die Kultisteningenieure von Golgotha, Gefolgsleute des unheiligen und allmächtigen Höllenpriesters Ranak, erfüllt von dessen Vision, Gelehrte von Ranaks dunkler Vorahnung. In großer Klarheit zeigte sich der Paingiver dem kollektiven Bewusstsein der Akolyten von Golgotha und mit Inbrunst und religiösem Eifer machten sie sich an seine Manifestation, schuftend ohne Unterlass, bis der Paingiver erschaffen war. Der Paingiver. Der Paingiver. Alleine diese Namen. I have a bad feeling about this. What? Was ist das? What? Plasma. Was war das denn jetzt schon wieder für eine neue Teufelei? Auch bei schwer. Whiplash. Friere ihn mit der Eisbombe ein, um zeitweilig sein Umhergleiten zu unterbinden. Der Whiplash ist ein höllischer Aasfresser, der zum ersten Mal von UAC-Erkundungsteams in der schwarzen Wüste des Sanctum Ödlands entdeckt wurde. Dieser schwer fassbare, schlangenartige Dämon bewegt sich mit hohem Tempo und Geschick. Er kann mit einer ausfahrbaren Klingenpeitsche, die sich in seinen Vorderarmen verbirgt, aus größerer Entfernung zuschlagen. Dieser Dämon erregte unterirdischen USC-Ingenieuren großes Interesse, wobei sie sich Versuche, lebende Exemplare dieser flinken und unberechenbaren Kreatur zu fangen, als außergewöhnlich gefährlich erwiesen. Nachdem lebende Exemplare erfolgreich gefangen wurden, implantierten die Forscher kybernetische Augmentierungen, die seine Stärke und Tödlichkeit steigern sollten. Ja, toll, dass ihr die Stärke und die Tödlichkeit von Dämonen noch weiter ausbaut, wirklich. Ganz großartig, gefällt mir richtig gut. Heftig. Heftig, aber sehr interessant. Auch ein völlig neuer Dämon. So einem sind wir bisher noch nie begegnet. In keinem Doom-Spiel. Und angeblich soll das der erste weibliche Dämon sein. Also ich habe jetzt nicht so auf die Geschlechtsteile geachtet. Deswegen weiß ich das jetzt nicht unbedingt. Also ich war anderweitig beschäftigt. Ne? So, eine Waffenmodifikation. Was hatten wir hier? Die Fernzündung und Zielerfassungssalve. Munitionstyp sind hier Raketen, verursacht heftigen Explosivschaden. Sei also vorsichtig, eignet sich perfekt für mehrere oder langsame Ziele. Ich finde, wir machen jetzt erstmal den Präzisionsbolzen. Ja, den will ich unbedingt. Wie viele Waffenpunkte haben wir eigentlich? Müssen wir gleich mal gucken. So, wenn wir das jetzt wechseln, können wir ranzoomen, sehr schön. Waffenpunkte haben wir 2. Das reicht jetzt nicht für so richtig viel. Wie sieht es denn bei den Präzision... Da können wir nichts mitmachen. Schade. Wie sieht es aus bei... Hier konnten wir, glaube ich, was machen. Geschwindigkeit, genau. Für einen Punkt. Hier kann man nichts machen. Hier können wir sowieso nichts machen. Haftbomben waren 6 Punkte. Ja, da müssen wir uns wohl gedulden. Warum drücke ich immer die falschen Knöpfe hier? Man hätte auch das Ding hier nehmen können. Zerstöre seine Armkanonen in den Flammenwerfer zu deaktivieren. Ha, wieder die Rede vom Mancobus. Muss irgendwie da oben rankommen. Ich will nichts über den Mancobus lesen. Kein bisschen.
Ah ja. Gleich kracht also die Brücke runter, ja? Boah, da ist wieder so eine... Alter. Guckt euch die fette Festung an, die da noch kommt.